Ja, herzlich willkommen bei Einfach Angeln. Wie ihr alle wisst, ist dieser Kanal nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir unendlich viel Angelmaterial mit ans Wasser schleppen. Heute könnt ihr wahrscheinlich sehen, haben wir hier 7 Routen insgesamt aufgebaut, die wir natürlich nicht heute alle mit an den Bach nehmen werden, sondern ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dass wir das perfekte Set quasi herausfinden wollen oder die perfekte Kombo herausfinden wollen zum Angeln an kleinen Fließgewässern, so dieses typische Forellen, Döbelangeln und so weiter. Und deswegen haben wir ganz, ganz viele verschiedene Rollen, Routen, Schnüre, Köder, alles Mögliche durchgetestet. Die stehen alle hier, um schlussendlich die für euch perfekte Kombo herauszufinden. Die Routen sind alle so in diesem Wurfgewichtsbereich. Ich glaube, die schwerste hatte bis 18 Gramm, die leichteste dann bis 8 Gramm nur. Und die sind alle auch in diesen Größenordnungen, so zwischen 1,80, 2,10 Meter ist die längste. Und die haben wir alle durchgetestet in den letzten Wochen. Und ich habe für mich eine perfekte Kombo herausgefunden, die ich euch zeigen will. Heute auch nachher am Wasser noch mal ein bisschen genauer vorstellen will, die ich für wirklich super geeignet halte für diese Angelei. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ich selbst habe ja keinen anglerischen Anschluss gehabt in der Familie. Und ich habe mir in meinem Leben unendlich viel schlechtes Material leider gekauft, viel auch nur nach Preis gekauft. Und ich wollte irgendwie, gerade auch für Anfänger oder für Leute, die eine Angelart neu beginnen, neu in eine Angelart einsteigen, was finden, was man kauft, was einfach so fertig ist zum Benutzen. Also da wird Schnur auf der Rolle sein, das ist alles fix und fertig, dass man es quasi zusammensteckt, geht an den Bach nach dieser Angelart, fängt Fische damit und wird diese Kombo über Jahre so verwenden. Ich meine, das spart erstens Geld auf Dauer gesehen und auch Ressourcen natürlich. Und das war so ein bisschen mein Ziel und das will ich euch heute zeigen, das Ergebnis davon quasi. Ich muss mal sagen, ehrlicherweise, das moderne Angelgerät ist insgesamt super hochwertig geworden. Also all diese Routen, die ich getestet habe, sind gut. Manche sind halt nicht perfekt für diesen Einsatzzweck, aber insgesamt war ich beeindruckt von den Routen insgesamt. Wenn man jetzt lauter ganz neue Routen quasi in der Hand hat, das ist schon alles super hochwertiges Material, mit dem man Spaß haben kann. Trotzdem muss ich natürlich was aussortieren, um die richtige zu finden. Und was mir direkt aufgefallen ist oder was ich direkt aussortiert habe beim Angeln, war alles mit zu hohem Wurfgewicht. Also hier sind Routen dabei. Die stärkste, die jetzt hier steht, hat, glaube ich, bis 18 Gramm, noch eine bis 15 Gramm und so weiter. Die Routen sind mittlerweile so straff geworden und das Wurfgewicht ist auch sehr real angegeben, dass diese Routen für diese Art von Angelei, dieses Werfen mit kleinen Ködern und auch Angeln mit kleinen Ködern und für dieses Angeln im Nahbereich wirklich in diesen Wurfgewichtsklassen mir schon viel zu stark sind. Da ist eine ganz tolle Route dabei, die werde ich sicherlich für andere Sets nochmal verwenden, wenn wir jetzt Richtung Barschangeln denken oder so, oder auch Gummifischen. Aber wie gesagt, für diese Forellenangelei waren die mir eindeutig zu straff, das Wurfgewicht zu hoch. Das ist für dieses Angeln im Nahbereich einfach zu viel. Noch dazu kommt auch die Länge, auch das ist mir sehr schnell aufgefallen. Alles, was deutlich über 2 Meter war, fand ich auch unpraktisch. Bei diesem Angeln macht ihr in der Regel ja gar keine Überkopfwürfe, sondern fast nur so Unterhandwürfe, schnelle Würfe auf kurze Distanz. Da ist immer mal Holz im Weg, da sind Hindernisse. Es war also für mich total störend, diese zu langen Routen zu fischen. Deswegen habe ich, wie gesagt, schon mal von vornherein diese Routen aussortiert, weil sie einfach für diese Angelart mir entweder zu straff, zu hohes Wurfgewicht oder halt einfach auch zu lang waren. Ja, ansonsten ist die Entscheidung auch wirklich viel Gefühlssache. Dafür muss man eine Route fischen. Beim Forellenangeln muss man einen guten Spagat finden, einen guten Kompromiss finden zwischen Präzision. Eine Route, die eine ausgesprochene Spitzenaktion hat, eine sehr schnelle, sehr harte Route, lässt sich unglaublich präzise werfen. Der Nachteil ist aber wirklich, dass wenn ihr auf Kurzdistanz fischt und Köder fischt, die man auf Zug fischt, wie Spinner, wie Wobbler, was alles in dem Set mit drin ist, dass man da mit diesen reinen Spitzenaktionsrouten wirklich Probleme hat. Erstens mal Probleme in der Führung, zu wenig Pufferwirkung auch und vor allem, wenn ihr Bisse kriegt, ist es bei der Forelle so, dass der Maulbereich relativ weich ist und wenn ihr dann auf einer sehr harten Route auf kurze Distanz einen Biss bekommt, ist die Chance, dass der Fisch direkt aussteigt, direkt ausschlitzt oder eigentlich schlitzt nicht aus, direkt aussteigt, unglaublich hoch. Deswegen habe ich eine Route gesucht, die schon ein bisschen ins Semi-Parabolische, also in so eine halb
durchgehende Aktion geht, also ein bisschen weicher ist als so eine reine Spitzenruten oder eine sehr schnelle Routenaktion, die dann für Gummifischen super wäre. Aber auch das, wie gesagt, fand ich für diese Angelart, wenn die zu schnell sind, zu viel Spitzenaktion haben, einfach wirklich unpraktisch oder unpassend. Wovon ich auch direkt wieder weggekommen bin, was ich mir schon gedacht habe, ich wollte es trotzdem noch mal gerne ausprobiert haben, sind geflochtene Schnüre. Ich habe super gute, feine, geflochtene Schnüre auch gefischt. Jetzt wieder, aber auch hier gemerkt, ihr müsst sowieso ein sehr langes Fluo vorschalten. Dann kann man auch direkt monofile fischen. Und außerdem hat die geflochtene keine Dehnung. Und das in Kombination mit einer schnellen, modernen Rute, null Dehnung, ist einfach diese Pufferwirkung auf diese kurze Distanz, insbesondere auch beim Biss, so gering, dass ihr dadurch richtig, richtig viel Fische verliert. Deswegen habe ich auch wieder monofile Schnur gewählt, die geflochtene aussortiert und wie gesagt diese ganz schnellen, reinen Spitzenaktionsrouten auch aussortiert. Ja, aus all den Routen ist es schlussendlich diese hier geworden. Wie gesagt, ich finde immer diese ganzen Bezeichnungen nicht so wichtig, aber in dem Fall sage ich es natürlich, ist die Guide Select Finesse von Okuma. Die ist 2 Meter lang, also 1,98 glaube ich, 1,97 lang. Die hat ein Wurfgewicht bis 10 Gramm und die hat für mich den perfekten Kompromiss gebildet aus Präzision, aus Geschwindigkeit, aber trotzdem auch ausreichender Pufferwirkung im Nahbereich. Mit der habe ich mich sofort total wohl gefühlt. Die fischt schnell, fischt präzise und ist, wie gesagt, aber trotzdem immer noch weich genug, um auch einen Biss auf einen Meter, einen Meter zu parieren und den auch trotzdem hängen zu lassen dann, also den Fisch trotzdem hängen zu lassen. Also die fand ich wirklich, von der war ich total begeistert, eigentlich von Anfang an. Als Rolle habe ich auch von Okuma eine kleine 2000er gewählt. Die wusste ich noch viel schneller als die Route, dass dies wird. Die hat ein paar wirklich tolle Sachen. Erstens mal habe ich eine Shallow Spool gewählt. Also die hat einen sehr breiten Spulenkopf, was den Vorteil hat, dass man nicht immer so unendlich viel Schnur drauf spannen muss, weil ihr hier nicht 200 Meter Schnur braucht bei dieser Fischerei. Spart also auf Dauer auf jeden Fall Geld. Fand ich hier sehr praktisch. Die hat eine große Carbonbremsscheibe, eine unfassbar gut arbeitende Kopfbremse. Und das schönste Detail eigentlich, was mich selbst sehr überrascht hat, habe ich vorher noch nicht so gehabt an der Rolle, was ich total cool finde, ist der Schnurfangbügel. Wenn ihr mal guckt, der Schnurfangbügel ist in der Dimension enorm stark bei dieser Rolle, viel stärker als bei den anderen. Und das macht die super handlich, weil ihr ja hier unfassbar viel werft. Ich meine, ihr müsst die Rolle am Tag hunderte von Malen aufmachen, schließen, weil ihr immer nur ganz, ganz kurze, präzise Würfe macht. Und das hier ist so handlich mit diesem großen Schnurfangbügel, finde ich, so angenehm. Das hat mich total überzeugt. Noch ein super wichtiges Detail oder eine Kleinigkeit, die aber auch in dem Fall viel ausmacht. Bei der Rolle habe ich natürlich eine Rolle gewählt mit einer geraden Übersetzung. Ist kein Muss, aber ihr wisst, wenn ich Gummifische, angel ich mit dem Finger an der Schnur. Das geht nur mit gerader Übersetzung. Und diesmal habe ich auch eine Übersetzung gewählt von 6,0 zu 1. Also diese Rolle hier ist ein bisschen höher übersetzt als das, was ich jetzt auf Zander zum Beispiel fischen würde. Das heißt, euer Schnureinzug pro Kurbelumdrehung ist ein bisschen höher, was aber beim Forellenfischen richtig gut ist. Erstens mal, wenn ihr zuklappt und ankurbelt, habt ihr schnell Zug drauf, weil der Schnureinzug ja ein bisschen höher ist. Wenn ihr jetzt Spinner fischt und so weiter, auch Wobbler, es geht einfach darum, dass der Köder auch schnell ans Laufen kommt. Und die Forelle mag Geschwindigkeit, das ist auch wichtig. Also das ist auch ein Vorteil, wenn ihr Geschwindigkeit kriegen könnt. Und gerade wenn ihr Strom aufwärts werft und ihr nimmt mit der Strömung runter, hat man mit einer niedrigeren Übersetzung mehr Probleme, finde ich, den Köder ans Laufen zu kriegen, weil er ja schon so Druck von hinten kriegt. Und auch da ist diese bisschen schnellere Übersetzung, finde ich, richtig cool. Ich habe beides gefischt, wie gesagt, 5-0er und 6-0er. Habe auch vorher mal eine 5-0er gefischt, habe auch schon gemerkt, dass man da teilweise sehr, sehr schnell drehen muss. Und das fand ich für in dem Fall eine Forellen-Kombo oder eine kleine Fließgewässer-Kombo wirklich gut. Gerade Übersetzung und auch 6,0 zu 1. Das war eine Kleinigkeit, aber werdet ihr auf jeden Fall in der Praxis, denke ich, auch bemerken. Ist für diese Angelei, finde ich, schon echt praktisch. Ich habe ja gesagt, mein Ziel war aber ja nicht nur Rute, Rolle und Schnur zu finden. Das
zeige ich euch gleich noch, sondern auch Köder und so weiter. Also dass ihr wirklich im Endeffekt die Rute zusammensteckt, zu Hause geht ans Wasser und fangt Fische. Ich packe die ganzen Ruten jetzt nicht in den Bus, packe die jetzt alle ein, nehme das Modell, was es ja geworden ist, mit und zeige euch den Rest am Wasser. Wir gehen jetzt endlich mal noch eine Runde fischen. Ich denke, man sieht, was ich meine mit Wurfweite, Präzision. Hier kommt es überhaupt nicht drauf an, weit zu werfen, sondern hier habt ihr kurze Unterhandwürfe, hier ist überall gestrippt. Es kommt hier total auf Präzision an. Und ich muss sagen, das funktioniert mit der Kombo Rolle, Rute, Schnur und natürlich auch den Ködern, die zeige ich euch noch, richtig, richtig gut. Und das hier auch war einfach viel wichtiger als die Tatsache oder als die Sache, ob ihr 22 oder 24 Meter weit werfen könnt. Ich habe jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, ich will wirklich, oder mein absolutes Ziel ist, euch ein Komplettset zu bieten. Das heißt, da wird schon Schnur auf der Rolle sein, das wird alles fix und fertig sein. Dazu kommt auch eine Köderbox, diese hier. Ich mag diese doppelseitigen Boxen, weil ihr nicht viel mitnehmen müsst und viele Köder transportieren könnt. Die ist winzig klein, finde ich super praktisch. Da sind dann auch schon Köder drin. Mein absoluter Forellenliebling, das werdet ihr schon gemerkt haben, ist ein Zweierspinner in Kupfer. Ist für mich die Allround-Waffe, der wird auf jeden Fall dabei sein. Bei einem Spinner ist es wichtig, dass ihr Markenmaterial habt. Ich habe einen hochwertigen Spinner in dem Fall ausgewählt für euch, der auch wirklich immer läuft, der gut fliegt, der sofort andreht, mit einem Hochleistungshaken auch. Billige Spinner werden in der starken Strömung nicht funktionieren. Ist leider so, da kann man nicht auf günstige Sachen zurückgreifen. Deswegen werden da nur hochwertige drin sein in zwei verschiedenen Farben. In einem bunteren Dekor, ich denke so Bachforellendekor vielleicht mit Goldfarben. Das kann auch ein bisschen variieren natürlich und auf jeden Fall Kupfer. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Liebling. Die Schnur, auch das ist wichtig, ist in dem Fall ein 020er Monofil. Auch hier habe ich eine Markenschnur von Suffix gewählt, weil die Schnur ist eure Verbindung zum Köder, zum Fisch. Da lohnt es sich auch nicht, günstige Sachen zu kaufen. Die sind schlechter und das ist eine Hochleistungsschnur, merkt ihr einfach. Die fliegt besser, die hat auch wirklich gute Tragkraft, knotet sich besser und so weiter. Da kann man keine Kompromisse eingehen. Ansonsten nehme ich auf jeden Fall Wobbler mit in die Box. Einen so einen typischen, ich sag mal Minnow, so einen typischen schlankeren, kleineren Wobbler, 5 cm Größe. Von Rapala, weil auch beim Wobbler gerade in der Strömung günstige Modelle überhaupt nicht funktionieren. Also das kann man vergessen. Klar kann mal einer drunter sein, aber da muss man Markensachen fischen, genauso wie der kleine Rapala mit 3,5 cm. Da überlege ich noch ein bisschen, ob ein normaler auch sowas hier dabei sein wird oder auch ein kleiner Crank. Ich persönlich fische die ja sehr gerne. Mal sehen, auf jeden Fall werden da mindestens zwei Wobbler drin sein, in 3,5 und in 5 cm für Bachforelle. Wie gesagt, auf jeden Fall mindestens zwei Spinnergröße 2. Das sind für mich die Bachforellen, aber natürlich auch Barsch, Döbel und so weiter, Köder Nummer 1. Die fangen am Bach immer. Gummi finde ich in so stark strömendem Wasser unpraktisch, wenn ich ehrlich bin. Kann man natürlich damit fischen, keine Frage. Aber die Hängergefahr ist größer und in dieser starken Strömung habt ihr auch nicht gut, meistens nicht so guten Bodenkontakt, nicht gute Rückmeldung. Das sind schon die Sachen, die ich selbst auch fische. Also wie gesagt, das Ganze kommt komplett mit Schnur drauf, mit Box, mit Ködern. Ich werde auch auf jeden Fall, was ein ganz wichtiges Utensil ist für mich beim Bachangeln, einen Wartkescher mit dazu machen.
weil die meisten natürlich nur normale Kescher haben. Das stört total, wenn ihr hier in den Hecken rumkrabbeln müsst. Ein Wartkescher, ein kleiner guter Wartkescher, auch wenn ihr im Wasser steht, ist unerlässlich. Erste kleine Bachforelle, 20er, ist natürlich untermaßig, die geht direkt zurück. Ich hatte jetzt schon ein paar Bisse, habe auch gesehen, da folgen auch kleine. Das hier ist ein Bach mit einem guten, ich sag mal guten natürlichen Bestand, sind natürlich auch viele kleinere Fische mit bei, die ich ja ein bisschen umgehe mit der Größe des Köders und des Hakens. Manchmal hängt halt auch so ein bisschen kleinere, so wie die jetzt. Mal gucken. Ja, schon ein traumhaft schönes Gewässer, an dem wir hier wieder sind. Ist fast wirklich naturbelassen. Wir bewegen uns hier in diesen Biberpfaden. Das sind alles Kanäle, die der Biber aufgestaut hat über die Zeit oder angestaut hat, damit er sich hier schwimmend bewegen kann, damit er gut Holz hin und her transportieren kann. Das geht an Land nicht so gut, deswegen sind hier überall diese Kanäle, die der Biber geschaffen hat. Oh, wie cool. Eine große Bachforelle für hier auf Wobbler. Ui, die ist ordentlich. Ja, die kriegen wir. Super. Ich habe gerade gedacht, ich würde auch gerne eine auf Wobbler fangen, weil ich euch zeigen will, dass die wirklich fangen, auch in dieser harten Strömung hier. Richtig schöner Fisch für die Verhältnisse. Damit bin ich schon eigentlich total zufrieden. Wie immer, ich versorge den zuerst, dann zeige ich es euch. Ja, ich bin gerade sehr happy. Perfekte Demonstration, finde ich. Genau dafür ist diese Combo gebaut. Super schöne Bachforelle. Die sind hier natürlich schlank, das sind alles wilde Fische. Das ist ein kleines, kaltes Gewässerchen. Für die Verhältnisse hier richtig guter Fisch. Ich zeige euch kurz den Köder. Ich denke, der muss quasi dazu. Wenn ich ihn noch rauskriege, ist egal. Das hier ist ein kleiner 3,5 cm Wobbler. Wie man sieht, eine Bachforelle. Die Bachforelle in guten Bachforellengewässern nimmt gerne Bachforellen, die frisst sich auch gerne selbst, also ist kannibalistisch dann. Und eine super schöne Größe, fliegt an der Combo unfassbar weit, unglaublich gut. Das ist genau die richtige Ausrüstung für diese kleineren, ich sag mal bis maximal 7 cm Wobbler kann man sich schon noch fischen. Also 3,5, 5 cm perfekt und auch diese Fischgrößen bis zu 50 cm sicherlich gar kein Problem. Da sind wir genau in diesem Bereich, den ich auch angepeilt habe. Also hat super funktioniert. Habt ihr gerade gesehen. Schöne Sache. Ja, ich bin total zufrieden mit meiner Routenpräsentation quasi. Ich habe es mir ehrlich gesagt genauso vorgestellt. Da wir ja diesmal ein bisschen mehr über Technik gesprochen haben, aber trotzdem wollte ich euch natürlich auch zeigen, dass das auch in der Praxis funktioniert und die ganzen Sachen, die ganzen Köder zeigen.
Ich muss gestehen, dass ich in meiner ganzen Euphorie völlig vergessen habe, über den Preis zu sprechen. Das ist natürlich auch ein Thema, was euch wahrscheinlich interessieren wird. Ich habe bewusst hochwertige Komponenten gewählt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich will nicht, dass ihr nach einem halben Jahr sagt, okay, das Geld war zum Fenster rausgeworfen, das war Schrott, sondern ich habe eine sehr hochpreisige, qualitativ hochwertige Rolle, weil das einfach beim Spinnfischen unerlässlich ist und auch eine gute Route gewählt. Dann sind ja Schnur ist mit dabei, die Köder sind mit dabei, Köderbox mit dabei, ein Unterfang, also ein Wartkescherchen mit dabei, weil man das für diese Art der Angelei einfach braucht. Und das ganze Set wird dann komplett bei uns 250 Euro kosten mit allem. Wie gesagt, da ist Schnur drauf, das ist alles fix und fertig, darum kümmern wir uns. Und mein Ziel war halt auch einfach, was zu kreieren, was wirklich Spaß macht. Ich selbst bin sehr begeistert davon, ihr habt es auch gerade gesehen. Es macht super viel Spaß, damit zu angeln. Ihr habt wenig dabei, die Sachen sind leicht. Ihr dürft auch gar nicht so sehr denken, dass es so eine reine Forellenangelei ist, sondern das hier könnt ihr an jedem größeren Fließgewässer machen oder einsetzen, auf Barsch, auf Döbel, Rapfen, Aaland und so weiter. Also es ist keine reine Bachforellenangelei, sondern dieses ganze Angeln mit kleinen Ködern auf, ich sag mal, normale Fische bis zu 50, 60 cm deckt ihr damit voll ab. Und es macht richtig, richtig viel Spaß auf jeden Fall. Auch noch wichtig zu sagen, wenn ihr Interesse habt an einzelnen Komponenten aus dem Set, wenn ihr sagt, ich habe eine Rolle, die super, super gut ist, gerne uns auch einfach mal anschreiben. Dann kann man sicherlich auch immer die Einzelkomponenten über uns beziehen. Also wir bieten jetzt natürlich in erster Linie das Set an, aber wie gesagt, vielleicht hat jemand auch Lust an einer einzelnen Komponente, was ja auch in Ordnung ist. Und was ich noch dazu sagen muss, wo ihr das Ganze bekommt, auf einfachangeln.app, auf unserer Landingpage, unserer App, da werden wir einen Reiter haben mit einem Shop. Also könnt ihr einfach auf den Shop gehen und die Sachen erwerben. Ich weiß nicht genau, ob wir es technisch hinkriegen werden, es fertigzustellen, komplett, bis dieses Video rauskommt. Deswegen, falls ihr Interesse an dem Set habt und es im Shop noch nicht zu finden ist, dann auch einfach gerne unter info@einfachangeln.app uns eine E-Mail schreiben. Und dann kümmern wir uns drum. Also das ist auch kein Problem. Wie gesagt, dann gerne auch einfach per E-Mail-Nachricht uns anschreiben, wenn ihr Interesse habt, falls der Shop noch nicht so weit ist. Ist immer ein bisschen schwierig, das alles abzustimmen. Dann einfach über diesen Weg. Also da kommen wir auf jeden Fall schon klar. Ihr unterstützt uns natürlich damit, wenn ihr dieses Set kauft. Ich bin froh, wenn ihr ein paar von diesen Sets kauft. Wir wollen einfach keine Werbesendung werden. Das habt ihr, denke ich, schon gemerkt. Deswegen wollte ich eigene Produkte oder eigene Sachen erschaffen, hinter denen ich auch voll stehe. Wie gesagt, ich würde das hier sofort auch in echt meinen besten Freund weiterverkaufen, weiterempfehlen und fisch die Sachen auch selbst. Damit macht ihr auf jeden Fall keinen Fehler. Ich selbst werde jetzt mein Käffchen genießen und mir die Forelle braten. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich bin zufrieden heute mit dem Angeltag und auch mit der Präsentation. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.